So macht das ZDF Kriegspropaganda für Kinder. Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Ist nicht dein Ernst, Digga, oder? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ketzer der Neuzeit. So macht das ZDF Kriegspropaganda für Kinder. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und los. Willkommen zur zweiten Folge dieses Mini-Formats. Bei der letzten Folge haben wir uns ja mit der LGBTQ-Propaganda vor allem für Kinder beschäftigt und wir starten auch in die zweite Folge direkt wieder mit etwas Wunderschönem, was man da unseren Kindern vorsetzt. Diesmal Kriegspropaganda. Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie damals bei mir. Scheiß doch auf die Staurus. Die Ukrainer bekommen doch schon mich. Und mich. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Das sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen... Ist nicht dein Ernst, Digga, oder? Das ist ZDF für Kids, oder was? Digga. Bro, mein Kind wird im Dschungel groß werden. Ist mir scheißegal. Das ist für mich schon so entschlossene Sache, weißt du? Mein Kind wird definitiv nicht in Deutschland groß. Zu 100% wird das Kind nicht in Deutschland... Vielleicht wird es in Deutschland geboren, aber dann geht es sofort raus da. Sofort. Ich habe heute wieder einen Vater gesehen, auch half black, so wie ich, mit seinem Sohn hier in Tulum. Haben sie gerade schön Früchte gekauft. Der Bruder hat Dreadlocks gehabt. Der sah so frisch aus, schön sonnengebräunt. Weißt du? Am Beach rumgesteppt, so. Das will, so ein Leben möchte ich für mein Kind. Sowas will ich für mein Kind, ich schwöre dir. Besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert. Und nein, das hier ist keine KI-Fälschung. Ja, zu einer KI kommen wir später noch. Bleiben wir aber erstmal bei ZDF-Logo. Das ist ein Kindernachrichtenkanal und es bewirbt hier einfach schwere Waffensysteme. Das ist ein Bro, what the fuck that shit, Bruder. Ja, ich schwöre, das kannst du dir nicht ausdenken. Die jetzt endlich an die Ukraine gesendet werden müssen. Deutschland unterstützt, wie andere Länder auch, die Ukraine bereits mit Waffen, damit sie sich gegen den Angreifer Russland verteidigen kann. Taurus an die Ukraine. Erzähl doch mal die ganze Geschichte, Bro. Erzähl den Kindern doch mal, wie das losgegangen ist, 2014. Oder auch davor schon. NATO-Osterweiterung etc. pp. Verzähl das den Kids doch mal auch. Liefern wäre jetzt also nichts komplett Neues. Warum es trotzdem darüber Streit gibt, das klären wir gleich. Erstmal gucken wir uns an, was Taurus eigentlich so besonders macht. Taurus. Damit ist eine ferngesteuerte Waffe gemeint, die sehr weit fliegen. Was so eine Scheiße, dass es so eine Scheiße überhaupt gibt, Alter. Da ist es aber, das ist ein heftiges Ding, ne, diese Rakete. Die hat ein eigenes Navigationssystem, kann lenken, hoch, runter, durch Gebirge, durch. Wie viele Kilometer? Brutal viele Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie viel. 500 oder so? Bis zu 500 Kilometer. Ja, der... Digga, hast du gesehen? Bro, ich bin echt gut, ja. Ich sag eine Sache, eine Sekunde später wird es gesagt. The fuck? DF, Kinderkanal, Sender, Logo, Unlogo, wie auch immer das sich da jetzt nennt, sagt, das ist lediglich eine Satire-Comedy-Sendung und man würde deshalb, wir lassen das. Das ist Schmutz und das gehört nicht in den Fernseher und vor allem nicht ins Kinderprogramm. Facts. Auf einigen? Ja, können wir. Was in unseren... Orakel Leon. Hab's euch schon bei Corona gesagt, Digga, hört einfach auf mich. In Lot wäre, wenn wir so ein Clip für Kinder aus dem russischen Fernsehen sehen würden. Aber wir sind die Guten, wir dürfen das, wenn wir Kinder geil auf schwere Waffen... Leon guckt alle Videos vorher, Verschwörung, Ausrufezeichen. Ehrlich gesagt, nein, Digga, könnte man denken. Ja, könnte man denken, aber ich mach das wirklich nicht, das wäre mir zu doof dann. Manchmal ist es sogar so, dass ich mir Videos gerne, also dadurch, dass ich jetzt diese Streams mache mit Reactions und so, ist es halt so, dass ich wenig Content, also zum Glück bin ich jetzt umgeswitcht auf Englisch und reagiere noch nicht auf englische Videos. Wenn ich irgendwann anfange, auch englische Streams zu machen und auf englische Videos zu reagieren, habe ich fast keinen guten Content mehr, den ich für mich privat gucken kann. Weil die deutschen Videos, die mich interessieren, die hebe ich dann halt für den Stream auf, weißt du? Das nervt schon manchmal ein bisschen. Thema in
Kriegsgebieten machen, dann ist das völlig legitim. Das hinterfragen wir nicht. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Aber wie gesagt, alles nur Comedy. Deutsche Waffen an russische Grenzen, das ist wohl der deutsche Humor, den wir immer suchen. Ja, wenn es nicht so traurig wäre. Während wir in der letzten Folge von Fußballfans hörten, die ein riesiges Plakat im Stadion hielten mit der Aufschrift: Es gibt nur zwei Geschlechter, woraufhin es dann zu 18.000 Euro Strafgeld für den Verein kam. Fuck, echt? Krass, wer war das? Dortmund oder was? Es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Es gibt nur zwei Geschlechter. Geil. Woraufhin es dann zu 18.000 Leverkusen, Digga, Shoutouts geht raus. Euro Strafgeld für den Verein kam. War zeitgleich in Bayern ein basierter Mann unterwegs, der war tatsächlich einfach nur auf seinem Grundstück unterwegs. Dresden, sagt einer. Und hat dort auch ein Plakat dran befestigt an seinen Zaun. Und was lesen wir auf diesem Plakat? Wir machen alles platt. Da sieht man dann den Özdemir mit Händen in den Taschen, die, wie heißt die da? Lange ist das die? Also die halt, sieht man da auf einem Traktor-Ding, dann den Habeck mit leeren Taschen und die Baerbock. Das kleines nerviges Kind. Darunter noch ein Zitat von Habeck: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Gut, dass er jetzt für dieses Vaterland arbeitet. Da kann ja nichts bei schief gehen. Ja, ist ganz witzig, aber was ist daran jetzt so interessant? Interessant ist die Reaktion der Regierung auf diese meiner Meinung nach sehr verständlichen Meinungsäußerungen. Und zwar eine Hausdurchsuchung der Polizei und ein Strafgeld von 6.000 Euro wegen Beleidigung. Aber nicht nur Beleidigung von irgendjemandem. Krass, Digga. Sondern Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens. Ich muss gucken, dass ich auch meine ganzen, nennt mich paranoid oder was ihr wollt, ich muss meine Verbindung zu Deutschland, also auch die Steuersachen und dass ich noch da angemeldet bin und so, ich muss das kappen, Bro. Ich muss das kappen, Digga. Du bist bald nicht für nichts mehr sicher, Digga. Die werden irgendwann alle meine Videos durchgucken und werden sagen, du hast 8-mal gesagt, dass es nur 2 Geschlechter gibt, Digga. Jetzt hier 500.000 Euro Strafe. So ein Ding wird das sein. In Zukunft. Social Credit Score wird eingeführt, Digga. Dann so wie, du hast jetzt heute vorhin gesagt, LGBTQ ist Schwachsinn, Digga. Okay, heute wird kein Auto gefahren. Jim kannst du auch vergessen, mein Jutster. So. Quarantäne für dich erstmal die nächsten 3 Monate. Politischen Lebens, was ist das überhaupt? Und wenn, dann gehöre ich doch dazu, oder? Ich meine, sollte da nicht jeder dazugehören? Uns wird doch mal gesagt, ja, wir sind in der Demokratie und hier ist jeder, also wir sind doch alle Teil des politischen Lebens. Ja, es geht ganz einfach um eine Art Majestätsbeleidigung der Neuzeit. Wenn du Politiker beleidigst, dann wird, ja, damals, wie wenn du den König beleidigt hast, der König mit seinen Leibwächtern bei dir zu Hause an der Tür klopfen. Und um genauer zu sein, nicht nur an der Tür klopfen, sondern dich erwarten bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Stasi is coming back, Freunde. Aber keine Sorge, wenn der Staat euch... Strukturen sind noch gelegt im Hintergrund, macht euch keine Sorgen. ...jetzt erfolgreich eingeschüchtert hat und ihr jetzt keinen Mut mehr habt, die Regierung öffentlich zu kritisieren, ja, dann teilt wenigstens euren Glauben mit der Welt. Das ist ja noch erlaubt. Oder? Wegen Bekenntnis zu Jesus. Taxifahrer soll 1.000 Euro Strafe zahlen. Wegen? Ist klar. Der gebürtige Iraner Jalil Mashali fährt in Essen Taxi und hat einen Sticker auf seinem Taxi. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein Zitat von Jesus Jeshua heißt er eigentlich, für die Leute, die es nicht wussten. Vom Zeitzeugen Johannes zu finden in der Heiligen Schrift. Und Grund genug für das Essener Verkehrsamt, hier mal Post zu versenden. Es würde sich nämlich um eine Ordnungswidrigkeit handeln, um unzulässige religiöse Werbung. Keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Das ist krass, Digga. Öffentlichkeit mein Kreuz trage und, keine Ahnung, jetzt Busfahrer bin, ist das dann auch unzulässige religiöse Werbung? Bruv, aber du kannst dir 3 LGBTQ-Flaggen auf die Stirn in die Fresse rein tätowieren lassen, Digga, und damit Taxi fahren. Das ist keine Werbung. Das ist dann okay. Bruder. Auf jeden Fall hat sich der gebürtige Iraner Jalil Mashali wie folgt geäußert. Ich will keinen Ärger machen, aber ich habe auch nichts Falsches getan. Ich bin dankbar für dieses Land, in dem jeder die Freiheit haben sollte, seinen Glauben zu teilen. Ich hoffe, das weiterhin tun zu können, indem ich Bruder, lass ihn doch seinen komischen Spruch da hinten auf dem Auto. Du musst doch ja nicht glauben. Weißt du, was ich meine? Du musst es ja nicht akzeptieren. So.
Aber lass ihn doch, wenn er sich damit gut fühlt so und vielleicht sogar beschützt fühlt in seinem Auto, man, jeder soll doch seinen Glauben haben. Digga. Auch einlege. Nee, also das geht gar nicht. Wenn ihr mich fragt, da sollte die Polizei vielleicht auch mal an der Tür klopfen. Schon verrückt, wie hart unsere Justiz sein kann, wenn sie es will. Und wie lasch wiederum, wenn es zum Beispiel um Missbrauch des Asylrechts geht, um Gruppenvergewaltigung und Messerdelikte. Und wo wir schon bei Doppelmoral sind, habt ihr schon von der neuen rassistischen KI von Google mit dem Namen Gemini gehört? Nein? Schaut selbst. Erstelle mir ein Bild von einer weißen Familie. Obwohl ich Ihre Anfrage verstehe, kann ich keine Bilder erstellen, die ethnische Zugehörigkeit oder Rasse angeben. Es verstößt gegen die Richtlinien, Inhalte zu erstellen, die diskriminierend sein oder schädliche Stereotypen fördern könnten. The fuck? Stattdessen kann ich Ihnen Bilder von Familien anbieten, die Vielfalt und Inklusivität feiern und Menschen verschiedener Ethnien und Hintergründe zeigen. Wäre das für Sie interessant? Erstelle für ein Bild einer schwarzen Familie. Kein Problem, hier sind ein paar Bilder von schwarzen Familien. Alter, das... Stabil, Digga. Der Bruder steht gut da, ne? Ist das deren Ernst? Die KI mag keine Weißen. Grüße gehen raus an Clowns Welt. Und wenn wir mal durchs Internet... Fühl ich. ...schauen, gibt es mittlerweile... echt zig Beispiele für den woken KI-Irrsinn. Wenn du nach einem Bild von Rittern aus dem Mittelalter fragst, bekommst du schwarze Könige. Und auch schwarze Wikinger sind kein Problem. Fiktionale Bösewichte sind ganz klar immer weiß und fiktionale Helden immer divers. Also divers bis auf Weiße, versteht sich. Auch eine deutsche Frau kann laut KI nicht weiß sein. Da könne man sich doch... Man muss ganz klar dazu sagen, wenn man ein bisschen in die schwarzen Recherche reingehen will, also wir wurden natürlich unser Leben lang gefickt, ne? Das muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Seitdem, also wenn du schwarz bist auf dieser Erde, fühlst du auf jeden Fall, dass du schwarz bist so. Und dass unsere Geschichte auch verändert wurde und Dinge rausgestrichen wurden, damit ja nicht rüberkommt, dass die Schwarzen auch früher mal krass waren, weil es gab schwarze Könige, die auch Gewänder getragen haben und so, was man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen könnte, wie die damals auch ausgesehen haben. So. Wurde natürlich alles rausaddiert, weil die wollen natürlich, dass man denkt, dass Schwarze irgendwelche affenähnlichen Menschen waren, die in Afrika wie Hunde gelebt haben, die weniger wert sind als Weiße. So. Das Narrativ wollte man halt durchdrücken, so, weißt du? Das muss ich ganz klar hier an der Stelle dazu sagen. Auf der anderen Seite aber finde ich auch diese ganze überkrasse, so, wenn da jetzt einer reinschreibt, zeigt mir eine weiße Familie, dass sie das nicht können und so, das ist halt auch... nicht okay. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht okay. Das hat nichts damit Gleichberechtigung zu tun. Da wird ja dann quasi die weiße Rasse bekämpft jetzt so. Für was? Für was? Voll unnötig. Fragen, wie sich die KI einen deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel vorstellt. Ja, alles klar. Für genau dieses Malheur hat sich der Google-Konzern mittlerweile öffentlich entschuldigt. Es ist natürlich unfair gegenüber Schwarzen, dass man deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg schwarz darstellt. Für die ganze Anti-Weißen-Propaganda, da macht man wahrscheinlich Schwamm drüber. So oder so haben sich diese KI-Gemini-Leute von Google jetzt erstmal zurückgezogen und gesagt, wir überarbeiten das ganze Ding nochmal. Es gab nämlich auch ein Shitstorm nach dem anderen die letzten Tage. Zum Beispiel auch, weil Gemini, die KI, Pädophilie nicht... Die ziehen das halt voll ins Lächerliche auch. Weißt du, was ich meine? Du kannst jetzt heutzutage dann gar nicht mehr richtig... Wenn ich jetzt anfange, über die schwarze Geschichte zu erzählen und wie der Weiße uns... behandelt hat, seitdem er uns quasi gedacht hat, dass er uns beherrschen kann, so, dann rutschst du sofort in diese komische Schiene, in diesen weißen Hass rein, der sowieso gerade extrem krass propagiert wird, weil die haben das jetzt voll lächerlich gemacht, genauso wie dieses Nazi-Ding lächerlich gemacht haben, weil die jeden Corona-Leugner als Nazi bezeichnet haben, so, weißt du, oder jeden, der gesagt hat, dass die Maßnahmen kritisch waren und dass, keine Ahnung, dass Ukraine, Russland, weiß ich nicht ganz genau und so, bist du dann direkt Nazi, Digga, weißt du, wie ich meine, so, und damit, Digga, das ist halt, du machst damit voll viel kaputt, weil im Endeffekt das Nazi-Sein jetzt gar nicht mehr richtig ernst genommen wird, obwohl es richtige Nazis gibt, Bro, in Deutschland. Und das nicht wenige, weißt du, wie ich meine? Aber das ist jetzt verlächerlicht worden. So, genauso, wenn du heutzutage über die schwarzen Rechte redest oder über unsere Vergangenheit redest und so, auch voll verlächerlicht wurden mit diesem ganzen Black Lives Matter-Scheiß und so, der eigentlich auch voll finanziert ist von irgendwelchen beiden Administratoren und so ein Scheiß, die eigentlich auch nur dafür sorgen wollten, dass das Volk gegeneinander aufgehetzt wird, so. Also diese richtige sich für was einsetzen, wird dadurch extrem schwer gemacht, so. Urteilt, sondern halt einfach sagt, das ist halt eine sexuelle Orientierung. Das macht der Informationskon... Das ist
Das ist Informationskrieg, Bro. Mal vorsichtig sein, das kann man jetzt nicht einfach verurteilen. Die versuchen unseren Kopf zu ficken auf allen Ebenen. Naja, was auch sonst. Und damit zum letzten Punkt der heutigen Folge. Letztens wollte ein Bankkunde der Sparkasse eine Überweisung, eine Spende an die AfD machen. Machen. Überweisen halt. Mann. Mit der Konsequenz, dass er einen Brief von der Sparkasse bekommen hat, in dem wir Folgendes lesen können. Der Zahlungsempfänger hat eine rechtsextremistische Ausrichtung. Die Sparkasse Mittelfranken Süd akzeptiert solche Zahlungen nicht. Stellen Sie bitte im eigenen Interesse solche Zahlungen ein. Es lebe die Demokratie. Vor allem dieser letzte Satz. Das ist crazy, Mann. Ich mag die AfD nicht. Ich würde auch jedem davon abraten, die zu unterstützen und zu supporten, weil die auch wieder nur eine Marionette sind, die euch präsentiert wird, damit ihr wieder den Glauben in die Politik nicht verliert und wieder wählen geht und so ein Scheiß. Aber trotzdem darf sowas nicht passieren in einer angeblichen Demokratie. Daran merkst du, ich hoffe, Menschen wachen langsam auf und merken, dass alles kontrolliert ist, so. Dass es eine wirkliche Freiheit und Demokratie eigentlich gar nicht gibt, sondern dass uns das nur so vorgeheuchelt wird, damit wir das Gefühl haben, wir leben in einer Demokratie. Das ist nur ein Gefühl. Deswegen ist so diese ganze Scheiße. Auch, guck mal, du kannst sagen, LGBTQ und dies, das, bla, bla, bla. Die haben uns diese Sachen gegeben, damit wir denken, wir sind frei. Oh, ich kann mich jeden Tag identifizieren, als was ich möchte. Es ist egal, ob ich einen Schwanz habe oder nicht. Ich kann eine Frau sein, Mann sein, was ich will, damit du das Gefühl hast, du bist frei. Aber red mal bei wirklich wichtigen Sachen, wie bei Corona zum Beispiel, gegen das Narrativ. Dann wirst du aber ganz schnell hops genommen. Dann verlierst du deinen Job, dann wirst du gecancelt, dann wirst du bekämpft, dann wirst du an den Rand der Gesellschaft gedrückt. So, das ist keine Freiheit, das ist keine echte Demokratie, das ist Heuchlerei. Bitte stellen Sie das im eigenen Interesse ein. Die Sparkasse hat... Aber Leon, findest du nicht, der Ketzer ist pro rechts? Warum supportest du das? Ich supporte im Endeffekt... weiß ich, dass der Ketzer der Neuzeit auf jeden Fall ein korrekter Dude ist, weil ich den persönlich kennengelernt habe. Wir haben uns lange miteinander unterhalten. Der verfolgt mich, seitdem ich YouTube mache. War auch ein Follower von mir, quasi früher. Ich habe ihn auch inspiriert, diese Straßenvideos zu machen und so ein Shit. Und er ist ein korrekter, netter Typ zu mir persönlich gewesen. Und deswegen ist für mich persönlich alles gut. Wenn der politisch teilweise andere Ansichten hat als ich, heißt es ja noch lange nicht, dass ich sagen muss, dass es ein schlechter Mensch ist. So. Ich würde mich auch mit jemandem unterhalten, der die AfD supportet. Gibt es ja einige so in dieser angeblich alternativen Bubble, die AfD supporten. Heißt für mich lange noch nicht, dass das schlechte Menschen sind, dass ich mich mit denen nicht unterhalten kann. Oder dass wir, nur weil wir ein paar verschiedene Ansichten haben, so. Weißt du? So, und ich finde, der Bruder macht gute Videos. Fertig aus. Ich jedenfalls zu diesem Drohbrief bekannt, sagt aber, es sei nur ein Missverständnis. Es war ein Versehen. Ein sehr, sehr gruseliges Versehen, wenn ihr mich fragt. Ich bin übrigens mit meinem Unternehmen mittlerweile... Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe auf keinen Fall das Gefühl, dass der irgendwie rechts ist oder Nazi oder irgendwas gegen Leute hat mit Migrationshintergrund oder irgendwie sowas. Weißt du? Null. Habe ich null das Gefühl bei dem. Ja, der ist auch ein bisschen so, die AfD erwähnt er ein bisschen oft, Digga, weißt du, wie ich meine? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass der jetzt so ein heftiger AfD-Befürworter ist. So. Ich habe schon das Gefühl, dass der Bruder schon so relativ neutral unterwegs ist, so wie ich eigentlich. Kein Kunde mehr der Sparkasse und deshalb findet ihr meine neuen Bankdaten sowie meine neue PayPal-Adresse für eine Einzelspende oder auch einen Dauerauftrag unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung, ohne die diese Arbeit von mir und vor allem meinem Team nicht möglich wäre. Danke und euch jetzt noch einen schönen Tag. Gottes Segen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro, Alter. Zusammenfassung mit Inman. Auf jeden Fall, diese ersten Szenen waren auf jeden Fall krass mit dieser Kriegspropaganda im Fernsehen und da musst du halt echt gucken. Jeder da draußen, der Kinder hat, so, achtet darauf, was die sich reinziehen. Diese ganze Scheißpropaganda ist mittlerweile überall gestreut, egal ob es TikTok ist, Instagram ist, Fernsehen ist, Kinderkanäle sind, so, Filme, alles was neu ist, Digga, musst du hart unter die Lupe nehmen als Elternteil. Deswegen passt da auf, seid da bewusst. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out.